Ja, Herr Zielinkan, vielen Dank für diese nette Einführung. Hätte ich das geahnt, dass das mit der SG aufkommt, hätte ich vielleicht noch meinen Eintracht-Schal angelegt heute. Ja, ich möchte Ihnen etwas zum multiplen Myelom erzählen. Das ist eine Modellerkrankung in der Onkologie. Worüber ich ganz besonders froh bin, habe ich gerade gesehen auf der Übersicht auf dem Programm, dass ich bis um 16.25 Uhr Zeit habe, bis der nächste Redner dran ist. Das heißt, das nimmt ein bisschen den Druck weg bei meiner Ausführung. Das ist eigentlich auch etwas Schönes. Das heißt, Steffi, du kannst dich zurückhalten. Wir haben ein bisschen Luft nach oben. Das multiple Myelom, der Dr. Hofmann hat das eigentlich ja auch so schön aufgegriffen. Also ein Teil meines Vortrags wurde eigentlich schon gebracht, da bin ich auch sehr froh. Es ist eine Modellerkrankung für die Onkologie, weil es zeigt, wie rasant die Entwicklung in den letzten 20, 30 Jahren gewesen sind im Vergleich zu den Jahren oder Jahrhunderten, wenn man es genau nimmt, zuvor, wo wir praktisch keine wirklich wirksame Therapie zur Verfügung gehabt haben. Was ist denn das multiple Myelom? Viele Leute kennen das vielleicht gar nicht als Begriff. Das ist eigentlich im weitesten Sinne eine Blutkrebserkrankung. Wenn es noch genauer nimmt, eine Tumorerkrankung des Immunsystems. Es sind Zellen des Immunsystems, die entarten. Das sind die sogenannten Plasmazellen. Die sitzen typischerweise im Knochenmark. Und typischerweise sind das im Normalfall Zellen, die für die Körperabwehr zur Verfügung stehen. Also die produzieren Antikörper, damit wir Infektionen abwehren können. Und wenn diese Zellen entarten, werden es Myelomzellen. Die haben leider keine gute Wirkung, nur noch schlechte Effekte, aber sie produzieren weiterhin diese Antikörper oder Teile davon. Und das Krankheitsbild, wenn es voll ausgeprägt ist, kann schwere Schäden verursachen. Also zum einen sehen Sie hier, im Knochen gibt es so Löchlein oder die Nieren können von diesen Eiweißen verstopfen. Die kann dann so aussehen und unbehandelt ist das eine tödliche Erkrankung. Also es ist ein Feld, wo Bedarf da ist, wo auch immer Bedarf da gewesen ist, aber leider über lange Zeit nichts zur Verfügung stand. Diese Folie, finde ich, gibt sehr schön eine Übersicht über die Entwicklung der letzten knapp 200 Jahre beim multiplen Myelom. Oben, da gehe ich jetzt vielleicht nicht im Detail ein, sind die technischen oder die diagnostischen Meilensteine, unten die therapeutischen. Und Sie sehen bereits 1844, 45 waren die ersten Fälle, wurden sie beschrieben. Das hat der Dr. Hofmann schon eigentlich schön geschildert. Versuche mit Rhabarber und Tees aus Orangenschalen waren damals gängiger Standard, haben natürlich keinen Erfolg gehabt. Und dann passierte über 120 Jahre praktisch nichts. Also wenn man hier sieht, auf dieser Zeittafel, da muss man wirklich bis in die 50er, 60er Jahre des letzten Jahrhunderts gehen, bis die ersten wirklich wirksamen Substanzen dann tatsächlich zur Verfügung standen. Was waren das für Substanzen? Zum einen Cortison. Man hat damals schon festgestellt, Cortison, Steroide können sehr, sehr wirksam sein gegen Myelomzellen. Und die zweiten Substanzen waren die sogenannten Alkylantien. Und eins der wichtigsten ist das sogenannte Melphalan. Und diese Substanzen, die haben eine sehr unrühmliche Vergangenheit. Das sind alles Derivate von Senfgas. Und diese Substanzen wurden eigentlich für die chemische Kriegsführung entwickelt, wurden auch mit verheerenden Nebenwirkungen im Ersten Weltkrieg eingesetzt. Und trotz dieser traurigen Vorgeschichte gab es dann letzten Endes trotzdem auch noch etwas Gutes. Das waren die ersten Substanzen, die die Prognose unserer Patienten verbessert haben. Cortison und Melphalan miteinander kombiniert, das war das berühmte Alexanien-Schema. Das war jahrelang das Einzige, was wirklich gut gewirkt hat. Natürlich auch nicht überragend, aber zumindest konnte es die insgesamt schlechte Prognose der Patienten etwas verbessern. Und das hat man dann über Jahrzehnte als Standard eingesetzt. Da gab es noch andere Substanzen, aber so richtig einen neuen Fortschritt gab es bis in die 80er Jahre nicht. Und da kam letzten Endes von den Ärzten, von den Behandelnden, von den Forschern die Idee auf, vielleicht kann man doch hingehen und ein wirksames Medikament so weit aufdosieren, dass es vielleicht noch mehr wirkt. Also das ist das Konzept, viel hilft viel.
Und man ist hingegangen und hat gesagt, wir werden das Melphalan sehr hoch dosieren. Das ist natürlich dann noch gefährlicher und kommt auch eher für junge und fitte Patienten in Frage. Und das war dann letzten Endes die Sternstunde der sogenannten autologen Blutstammzelltransplantation für die Behandlung des multiplen Myeloms. Und das bedeutet letzten Endes, dass man einen Trick anwenden muss, damit man so eine Dosissteigerung, eine sogenannte Hochdosistherapie durchführen kann. Um das vielleicht in den zeitlichen Kontext zu setzen, Sie sehen hier Mitte der 90er Jahre, da wurde das Onkozentrum von Dr. Hofmann gegründet. Das heißt, als das Onkozentrum kam, war eigentlich gerade das Konzept dieser hochdosierten Melphalan-Therapie mit Stammzelltransplantation als Standard für gerade junge Patienten etabliert worden. Also das war damals die Therapie, die zur Verfügung stand. Wie funktioniert dieses Konzept? Das ist vielleicht auch nicht jedem geläufig. Ich möchte das Prinzip einer autologen Blutstammzelltransplantation kurz erklären. Autolog kommt vom Griechischen, das bedeutet, das ist von einem selbst. Also in dem Fall vom Patienten selbst. Wenn wir jetzt mal einen Patienten nehmen, einen fiktiven Patienten, dann sehen Sie hier, dieser Patient hat zu Beginn eigentlich ein relativ gut funktionierendes Knochenmark. Sie sehen hier einen Ausschnitt aus dem Knochenmark, die großen weißen, das sind Fettzellen und zwischendrin diese vielen kleinen lila Punkte, das sind Blutzellen, die produzieren Blut, das funktioniert alles sehr, sehr gut. Und wenn das noch so ist, dann kann man mit verschiedenen Methoden heutzutage einen gewissen Teil dieser Stammzellen aus dem Körper herausnehmen, also sammeln. Man kann mit Hormonstimulation die Zellen dazu bringen, dass sie sich teilen, dann wird das ins Blut ausgeschwemmt und die kann man dann abschöpfen und einfrieren als Reserve. Und erst wenn man das gemacht hat, dann kann man als nächsten Schritt das Melphalan sehr hoch dosiert dem Patienten geben. Das ist dann die sogenannte Hochdosistherapie, Schritt Nummer 2. Und wenn man das gemacht hat, dann hat es hoffentlich gut gewirkt gegen das multiple Myelom. Aber das Problem ist, das empfindlichste Organ unseres Körpers, das Knochenmark, das ist dadurch zerstört. Sie sehen hier nur noch die Fettzellen, ein paar Kapillaren, ein paar Blutgefäße, aber keine Stammzellen mehr. Und damit das eben nicht so bleibt, denn das ist gefährlich, mittelfristig mit dem Leben nicht vereinbar, muss man kurz nach der Hochdosistherapie dem Patienten die Stammzellen noch wieder zurückgeben. Und wenn man das gemacht hat, finden sie von alleine wieder den Weg zurück ins Knochenmark, nisten sich wieder ein und bauen die Blutbildung wieder auf. Und 2 Wochen später sieht das Knochenmark hoffentlich wieder so aus. Das heißt, mit diesem Trick konnte man dann in den 90er Jahren durch diese Stammzelltransplantation die Prognose der Patienten verbessern. Das sieht man an diesen Kurven. Aber auch da war natürlich nicht alles gut. Trotzdem war die Prognose immer noch nicht deutlich gebessert. Und vor allen Dingen, das ist eher eine Therapie für junge und fitte Patienten. Das heißt, der Bedarf an neuen Medikamenten war immer noch sehr hoch. Und die richtig neue Ära, also die neue Entwicklung bei multiplen Myelom, die im Prinzip auch ein Beispiel ist für die Onkologie, für die Entwicklung in der Onkologie im Allgemeinen, die war dann in den, ja, ich sage jetzt mal dort, im Jahrtausendwechsel ging es dann los. Und zwar zunächst mit einer Substanz, die auch eine unrühmliche Geschichte hat. Das ist das Thalidomid. Ich weiß nicht, ob das geläufig ist. Viele kennen es vielleicht unter seinem Handelsnamen in den 60er Jahren. Das war das sogenannte Contergan. Und das Contergan war verantwortlich für den größten Arzneimittelskandal der Nachkriegszeit. Damals wurde es von der Firma Grünenthal gegen Schwangerschaftsübelkeit rezeptfrei entwickelt, wurde auch in den Apotheken einfach abgegeben. Und die Folge war, aufgrund der Wirkung, die diese Substanz dann hatte, die man damals noch nicht erkannt hatte, die klinische Forschung war in der Zeit leider nicht so gewissenhaft, wie sie es heute ist, aber es hat dazu geführt, dass Tausende von Kindern mit schweren Fehlbildungen auf die Welt gekommen sind. Eine sogenannte Phokomelie, verkürzte Extremitäten, teilweise fehlten die Röhrenknochen von Arm und Bein. Und das war eine sehr, sehr schlimme Entwicklung. Und zu Recht ist dann diese Substanz dann auch vom Markt genommen. Aber,
Onkologische Forschungsgruppen haben trotzdem weiter geforscht. Und man hat dann in den 90er Jahren in den Forschungslabors festgestellt, dass über die Mechanismen, über die es seine Nebenwirkungen entfaltet, dieses Thalidomid eben auch sehr wirksam gegen gewisse Krebszellen sein kann. Und da war vor allem das multiple Myelom sehr empfindlich. Und etwa 99, 2000 herum kam das als erste wirklich neue Therapie auf den Markt, die die Prognose der Patienten noch mal verbessert hat. Also auch das zeigt ein bisschen, in der Onkologie gibt es sehr häufig Medikamente, die vielleicht eine sehr ambivalente Geschichte haben und dann sozusagen in einem zweiten Anlauf tatsächlich etwas Gutes auch bewirken können. Also das Thalidomid hat die Prognose verbessert der Patienten. Im Anschluss daran, relativ kurz danach, kamen aber dann noch viel wirksamere Substanzen auf den Markt. Und das sind die zwei, die hier aufgeführt sind. Das Bortezomib, Handelsname Velcade, und das Lenalidomid, Handelsname Revlimid. Beides unglaublich wirksame Substanzen. Ganz zielgerichtet wirken sie in den Tumorzellen. Das ist auch keine typische Therapie, wie man früher Chemotherapie gemacht hat, also mit Infusionen, sondern das ist zum einen ist das eine Spritze, die kann man ins Bauchfett geben. Das ist eine Tablettentherapie, genauso wie das Thalidomid. Sie erkennen vielleicht an der Endung, dass es eine Weiterentwicklung des Thalidomids ist, nur mit besserer Wirkung. Schematisch einfach hier die Wirkmechanismen dieser beiden Substanzen aufgeführt. Ich will gar nicht zu sehr ins Detail gehen. De facto funktionieren sie darüber, dass sie in den Tumorzellen gewisse Stoffwechselwege, gewisse Abbauwege hemmen und dadurch den Zelltod herbeiführen. Das Lenalidomid hat zusätzlich noch einen zweiten Wirkmechanismus. Es kann das Immunsystem aktivieren. Und das führt seinerseits dazu, dass dann diese Myelomzellen abgetötet werden können. Also man hat gesehen, diese beiden Substanzen sind sehr, sehr wirksam. Und erst vor kurzem, 2017 wurde diese Studie publiziert, hat man gesehen, dass wenn man diese beiden Substanzen miteinander kombiniert und ein bisschen Cortison immer dazu gibt, das ist die rote Kurve, dann wird das Überleben der Patienten, also die Prognose der Patienten, nochmals gebessert, als wenn man im Vergleich dazu, wenn man die Therapien alleine gibt. Und Sie sehen hier schon an der Entwicklung des Graphen, wenn Sie das auch vergleichen mit der Kurve, die ich vorhin gezeigt habe aus den 90er Jahren, dass sich da schon innerhalb von 20 Jahren sehr, sehr viel getan hat. Und dazu kommt jetzt die Entwicklung der letzten 10 Jahre. In den letzten 10, 15 Jahren hat es in Sachen Myelomforschung enorme Fortschritte gegeben. Nebst den Substanzen, die ich gerade gezeigt habe, zum einen diese Senfgasabkömmlinge oder die drei Substanzen aus der Jahrtausendwende, sind jetzt in grüner Farbe neue Substanzen dazugekommen, die alle irgendwo auf der Welt bereits zugelassen sind. Leider nicht alle in der Schweiz. Das ist ein bisschen ein etwas trauriges Kapitel. Aber zumindest sind die Substanzen verfügbar und werden es in Zukunft immer mehr werden, die die Prognose unserer Patienten zunehmend verbessern werden. Ich habe Ihnen hier auf dieser Folie schematisch mal aufgeführt, dass diese Substanzen alle an verschiedenen Angriffspunkten in der Zelle wirken. Ganz innovativ und neu auch, es gibt für das multiple Myelom auch monoklonale, also synthetisch hergestellte Antikörper. Die können an die Zelle andocken und sie zerstören. Sie können aber auch indirekt Immunzellen, also das Immunsystem, aktivieren, das dann seinerseits die Tumorzelle auch zerstören kann. Also das ist eine duale Wirkung. Und wenn man all diese Substanzen zur Verfügung hat, dann sieht man, was daraus wird. Und mir gefällt diese Folie sehr schön, weil sie eigentlich in sehr kurzen Abständen, in 5-Jahres-Schritten, aufzeigt, wie sich die Prognose der Patienten Schritt für Schritt verbessert hat. Und wir wissen heute aus gewissen Studien und Auswertungen, dass wenn Patienten in der Lage sind, alle zur Verfügung stehenden Substanzen zu bekommen, dass dann das mittlere Überleben, also die Zeit, in der noch 50% aller so behandelten Patienten leben, fast 10 Jahre erreicht. Und wenn jetzt in Zukunft auch noch die sogenannten Immuntherapien kommen, wo man das Immunsystem aktiviert, da gibt es ganz tolle Ansätze, wie man die eigenen Immunzellen im Labor genetisch verändert, damit sie Tumorzellen gezielt angreifen. Dazu wird Professor Renner jetzt ausführlich sprechen. Wenn die Therapien dann noch dazu kommen,
dann wird diese Kurve sicher noch weiter nach oben rutschen. Das ist meine Prognose. Und meines Erachtens ist das multiple Myelom eine Erkrankung, die man oder wo man jetzt mittlerweile auch über eine Heilung reden kann. Das galt immer als unheilbare Erkrankung, aber die Entwicklung, die geht meines Erachtens schon in die Richtung, wo wir doch bessere Chancen haben als früher. Damit möchte ich abschließen und mich bedanken für die Aufmerksamkeit. Herzlichen Dank, Dr. Panayoti.